So ungefähr vielleicht. Also die haben auch Arbeit bis ins nächste Jahr auch mit der Hand. Muss Geduld schon haben. Mit Geduld haben. Geduld, haben Geduld und ja. Und Übung. Der Computer sucht in den Schnipseln, die vorher eingescannt wurden natürlich, sucht er sich verschiedene Merkmale heraus. Zum Beispiel Hintergrundfarbe, Schriftbild, ist es Handschrift, ist es Maschinenschrift, wie ist die Papierart, ist sie gestreift, ist das Papier liniert. Nach diesen Merkmalen sucht er sich die entsprechenden Teile heraus und probiert, ob sie zusammenpassen. Wir haben eine Referenzgröße von 400 Säcken, die hat sich daraus ergeben, dass die manuelle Rekonstruktion 400 Säcke innerhalb von 15 Jahren rekonstruiert hat. Und wir wollen sehen, wie viel kann das Computerprogramm, wie lange braucht das Computerprogramm für 400 Säcke. Als ich reichlich 18 Jahre alt war, bin ich vom Staatssicherheitsdienst verhaftet worden, weil ich gemeinsam mit Freunden Flugblätter hergestellt hatte. Wir hatten Plakate gemalt. Deshalb sind wir verhaftet worden im Jahre 1974. Wir sind dann zu unterschiedlich langen Gefängnisstrafen verurteilt worden wegen staatsfeindlicher Hetze. Das war schon etwas Besonderes. Auf wesentliche Jahre meiner eigenen Biografie zurückzuschauen, aber hier aus der Sicht des Staatssicherheitsdienstes. Nicht so, wie ich es erinnere, sondern so, wie der Staatssicherheitsdienst es seinerzeit in seine Akten geschrieben hat. Das ist
Archivmaterial ist und es gehört in dieses Archiv. Egal in welchem Zustand es jetzt vorliegt, es gehört in dieses Archiv und wir möchten einfach einen umfassenden Überblick dazu haben, wie die Stasi gearbeitet hat. Und das Projekt gibt uns hoffentlich die Möglichkeit dazu, das zu wissen.